Der nächste Gegner von Dorsey ist der Franzose Philippi. Eine wahre Kampfmaschine, dieser Dorsey. Er scheint eine Kondition zu haben wie ein Marathonläufer. Es ist gut, wenn die Kämpfe nicht so oft unterbrochen werden. Und es ist gut, wenn ein Kämpfer auch im Nahkampf seine Fähigkeiten beweisen kann. Und es ist gut, dass jeder Kämpfer die Mittel einsetzen kann, die in der jeweiligen Situation angebracht sind. Ich meine hier besonders die bei einigen sogenannten Profiverbänden noch immer existierende Regelung von 8 Pflichtkicks. Kicks, die meistens nur ins Leere gemacht werden, um die Pflicht zu erfüllen, um dann mehr oder weniger zum reinen Boxkampf überzugehen. Bei der WAKO soll der Kämpfer das tun, was er in der jeweiligen Situation machen kann. Im Übrigen sollen Fuß- und Handtechniken ausgewogen eingesetzt werden. Und das klappt bei der WAKO ausgezeichnet. Dorsey gewinnt.